Doris Kinowetter auf S1 aus dem Verkehrshaus Filmtheater in Luzern. Bevor wir Ihnen verraten, was für neue Filme im Kino startet, werfen wir zuerst einen Blick aufs Wetter vom Wochenende. Und das bringt einen Mix aus Sonne und örtlichem Schneefall. Die Temperaturen liegen bei minus 4 Grad am Tag und minus 12 in der Nacht. Mehr zum aktuellen Wetter finden Sie jederzeit auf unserem Webportal. Und wie versprochen kommen wir jetzt von dem Wetter zu der Filmprognose von dieser Woche. Howard hat im Drama «Verborgene Schönheit» nach dem Verlust seiner Tochter die Freude am Leben verloren. Selbst seine Freunde wissen nicht mehr weiter. Ich versuche mit ihm zu reden, ich versuche zu ihm durchzudringen. Er ist nicht da. Ich vermisse ihn. Er schreibt Briefe. An wen? Howard schreibt keine Briefe an Menschen, er schreibt an Dinge. Zeit, Liebe, Tod. Gegen alle Erwartungen melden sich diese auch zurück und das mit einem wichtigen Rat. Achte auch auf die verborgene Schönheit. Sie ist deine Verbindung zu allem, was existiert. Wenn er das akzeptiert, findet er vielleicht wieder zurück in sein Leben. Ein Rat, der sich auch Hauptdarsteller Will Smith schon zu Herzen nahm. Aus diesem Grund schwärmt er in unserem Interview von diesem Film. Ich liebe nur schon den Titel, Verborgene Schönheit. Die Idee, dass man, egal wie schwer die Umstände auch sein mögen, bei genauerem Hinsehen auch etwas Schönes sehen kann, ist wunderbar. Vor Howard liegt allerdings noch ein langer Weg, dies zu verstehen. Unsere Prognose lautet, Verborgene Schönheit erzählt eine bewegende Geschichte über Verlust, Trauer und Freundschaft und ist mit Kate Winslet, Helen Mirren und Keira Knightley bis in die Nebenrollen hervorragend besetzt. Das gibt 3 von 5 Schirmchen. Wenn Liebe die Schöpfung ist und Tod die Zerstörung, dann bin ich das Terrain dazwischen. Du verstehst die Zeit nicht. Niemand versteht die Zeit. Ich meine, Einstein war nah dran, als er sagte, ich wäre eine Illusion. Im dritten Teil der Triple X-Reihe, die Rückkehr des Xander Cage, verlässt Geheimagent Xander sein Exil, um eine immens gefährliche Waffe zu borgen. Doch die Welt hat sich verändert. Aus diesem Grund muss auch ein neues Team her. Wir brauchen Leute mit Fähigkeiten und der Einstellung, Herausforderungen zu meistern, die wir noch gar nicht kennen. Und sich auf einem völlig neuen Level befinden. Altbekannte Gesichter wie Vin Diesel oder Samuel L. Jackson, bildgewaltige Stunts und viel Humor werden die Fortsetzung von Triple X zu einem Leckerbissen für alle Actionfans machen. Wenn ihr mich zurück wollt, hättet ihr auch fragen können. In Personal Shopper versucht Marine, Kontakt mit ihrem verstorbenen Zwillingsbruder aufzunehmen, denn sie sieht sich als Medium und hat mit ihrem Bruder einen Pakt. Der, der zuerst stirbt, schickt dem anderen ein Zeichen. Ein mysteriöses Drama, das uns mit Christian Stewart in der Hauptrolle in den Bann ziehen wird. Und vom Kino zum Heimkino. In Bad Moms gibt Amy Tag ein Tag aus die perfekte Mutter und Ehefrau, während sie selbst kaum etwas von ihrem Leben hat. Doch jetzt hat sie genug und setzt ein Zeichen gegen alle Übermütter. Ein witziger Spaß, unter anderem mit Mila Kunis. Goodies zum Gewinnen und mehr zu allen neuen Filmen im Kino gibt es wie immer auf unserem Webportal. Diese Woche mit diesen Themen. Wir verlosen Goodiesets zu Verborgene Schönheit, Tickets zu Triple X sowie Blu-rays von Bad Moms. Zudem finden Sie unser Interview mit Edward Norton online. Und via Facebook können Sie uns jetzt Fragen an Keanu Reeves zum Film John Wick 2 einreichen. Noch gute Unterhaltung mit dem Programm auf S1. Wir verabschieden uns mit einer kurzen Vorschau auf die nächste Sendung. Ade miteinander. In der nächsten Sendung wird das Leben von 3 Mädchen im Horrorfilm Split zum grauenvollen Albtraum, denn sie werden von einem Mann entführt, der verschiedene Persönlichkeiten besitzt. Ein Individuum mit multiplen Persönlichkeiten, die seine Körperchemie verändern können, durch ihre Gedanken. Jemand kommt dich holen. Es gibt keine Grenze. Er könnte zu allem werden.